Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und im Stream. Wenn man bei dem Thema 5G, wenn man sich mal ablenken möchte, kann man bei YouTube einfach 5G eingeben und je nachdem, wie der Algorithmus das aussucht, landet man entweder dabei, dass 5G Corona macht, dass es eine Kriegswaffe ist, dass wir im Gehirn manipuliert werden und immer wieder wird gesagt, es ist eine riesige Gefahr. So. Und dann kommt das mit den Strahlen und so weiter und so fort und alle fühlen sich schlecht. Es ist hier genauso, und Herr Schlick hat es schon gesagt, man muss einmal die Seite betrachten, wie ist das technisch, und es ist keine ionisierende Strahlung, ich bin ja Physiker. Komischerweise das einzige Argument, was mir einfällt, was sozusagen für 5G-Skepsis taugen könnte, wird nie gesagt, habe ich nie irgendwo gefunden. Es könnte natürlich sein, dass irgendeine Resonanzfrequenz von irgendeinem Molekül genauso ist wie die Wellen von 5G und dass dann also biologisch, chemisch was kaputt geht. Das habe ich aber nicht studiert, von daher kann ich dazu nichts sagen. Aber generell haben wir hier natürlich den Vorgang wie bei jeder neuen Technologie. Als die Eisenbahn eingeführt wurde, hat man lange, lange diskutiert, können Menschen überhaupt Geschwindigkeiten über 30 Kilometer aushalten, werden wir da nicht alle krank? Und dann wurde es zum Motor der Entwicklung. Die Menschen sind in der ganzen Welt rumgefahren, es war das Symbol des Fortschritts. Und heute würden wir sagen, naja, so eine tolle Idee, die ganze Kohle zu verbrennen, war vielleicht auch nicht. Und das mit dem schwarzen Schnee im Winter, das war auch nicht schön. Also Technologien entwickeln sich und man muss sie natürlich begleiten. Ich möchte überhaupt nicht in Abrede stellen, dass mit 5G die Probleme, die wir jetzt schon haben, eventuell noch viel, viel größer werden. Und wenn wir nicht aufpassen, ist 5G wirklich eine Gefahr, eine Orwellsche Gefahr. Die bedarf aber nicht einer Diskussion in einem Stadtbezirksbeirat oder Stadtrat, die bedarf einer gesellschaftlichen Diskussion, mindestens auf Bundes-, wenn nicht sogar auf europäischer oder noch höherer Ebene. Stellen wir uns einmal nur ein mögliches Szenario vor, so wird die Zukunft nicht unbedingt sein, aber es ist möglich. Wir gehen in Richtung selbstfahrende Autos. Die armen kleinen Teslas heute, die versuchen selber herauszufinden, wo sie sind und wo sie langfahren. Richtig autonom fahrende Fahrzeuge wird es nur geben, wenn der gesamte Straßenraum bekannt ist und überwacht ist. Wenn jedes Auto weiß, das andere Auto ist so weit vor mir, das ist so weit hinter mir, da vorne ist ein kleines Kind, hier spielt jemand Fußball, dort wankt ein Betrunkener. Das bedeutet, die müssen auch Kameras haben und deswegen auch diese kurzen Latenzen, damit man halt die Informationen super schnell von einem Auto zum anderen übertragen kann. Wenn man sich jetzt Internet of Things noch dazu denkt oder all die ganzen Gadgets, die wir gerne haben, Armbänder, die unseren Puls messen, Brillen, die eine Kamera haben, wo wir dann aufgedisplayed kriegen, wen wir vor uns haben oder wo der Weg zur nächsten Toilette ist. Die Brille weiß, was das Armband sagt. Das Armband weiß, wo mein Zuhause ist und das Zuhause weiß, wo ich mich befinde. Die Frage ist hier, wem gehören diese Daten? Wer darf das auswerten? Wer hat Zugriff drauf? Werden sie kommerziell verwertet? Gehören sie dem Staat? Darf der Staat das dann an die Polizei weitergeben, an den Geheimdienst? Wenn schon ein Geheimdienst, dann doch bitte auch die Russen und die Amerikaner und die Chinesen, oder? Also das sind alles Fragen, das sind gesellschaftliche Fragen, die wir uns stellen müssen. Und natürlich, das merken wir ja jetzt schon. Auf EU-Ebene wird gerade versucht, Verschlüsselungstechnologie auszuhebeln. Der Grund ist Kinderpornografie. Aber das hatten wir schon vorher und vorher und vorher. Und natürlich führt das dazu, dass dann auch E-Mails entschlüsselt werden und dass Kommunikation und Kontakte und Metadaten und Inhalte und so weiter und so fort. Das ist eine elementar wichtige Diskussion, die wir führen müssen. Allerdings in der Gesellschaft, nicht in irgendeinem Townhall-Meeting, da kann man es auch machen, aber es ist nicht unsere Aufgabe als Stadtrat, das zu koordinieren. Das müsste eigentlich, Ihre Bundesparteien müssen dazu einen Standpunkt haben und das in die Bevölkerung kommunizieren und aus der Bevölkerung aufnehmen. Diese Gesundheitsdiskussion ist in meinen Augen einfach nur ein Ablenken von den wirklichen Fragen, genauso wie die Maske
bei Corona auch ein Ablenken ist von den wirklich wichtigen Fragen, wie helfen wir der Wirtschaft, wie helfen wir im Sozialbereich, wie helfen wir den Schülern. So, und ich bitte Sie, lassen Sie die 5G-Diskussion weitaus breiter führen. Dankeschön.